Begriff der Sittlichkeit der Sitte. Aus Morgenröte von Friedrich Nietzsche. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Begriff der Sittlichkeit der Sitte. Aus Morgenröte von Friedrich Nietzsche. Im Verhältnis zu der Lebensweise ganzer Jahrtausende der Menschheit leben wir jetzigen Menschen in einer sehr unsittlichen Zeit. Die Macht der Sitte ist erstaunlich abgeschwächt und das Gefühl der Sittlichkeit so verfeinert und so in die Höhe getragen, dass es ebenso gut als verflüchtigt bezeichnet werden kann. Deshalb werden uns, den Spätgeborenen, die Grundeinsichten in die Entstehung der Moral schwer. Sie bleiben uns, wenn wir sie trotzdem gefunden haben, an der Zunge kleben und wollen nicht heraus, weil sie grob klingen. Oder weil sie die Sittlichkeit zu verleumden scheinen. So zum Beispiel gleich der Hauptsatz. Sittlichkeit ist nichts anderes, also namentlich nicht mehr, als Gehorsam gegen Sitten, welcher Art diese auch sein mögen. Sitten aber sind die herkömmliche Art zu handeln und abzuschätzen. In Dingen, wo kein Herkommen befiehlt, gibt es keine Sittlichkeit, und je weniger das Leben durch Herkommen bestimmt ist, umso kleiner wird der Kreis der Sittlichkeit. Der freie Mensch ist unsittlich, weil er in allem von sich und nicht von einem Herkommen abhängen will. In allen ursprünglichen Zuständen der Menschheit bedeutet böse so viel wie individuell, frei, willkürlich, ungewohnt, unvorhergesehen, unberechenbar. Immer nach dem Maßstab solcher Zustände gemessen, wird eine Handlung getan, nicht weil das Herkommen sie befiehlt, sondern aus anderen Motiven, zum Beispiel des individuellen Nutzens wegen, ja selbst aus eben den Motiven, welche das Herkommen ehemals begründet haben, so heißt sie unsittlich und wird so selbst von ihrem Täter empfunden, denn sie ist nicht aus Gehorsam gegen das Herkommen getan worden. Was ist das Herkommen? Eine höhere Autorität, welcher man gehorcht, nicht weil sie uns das Nützliche befiehlt, sondern weil sie befiehlt. Wodurch unterscheidet sich dies Gefühl vor dem Herkommen von dem Gefühl der Furcht überhaupt? Es ist die Furcht vor einem höheren Intellekt, der da befiehlt, vor einer unbegreiflichen, unbestimmten Macht, vor etwas mehr als Persönlichem. Es ist Aberglaube in dieser Furcht. Ursprünglich gehörte die ganze Erziehung und Pflege der Gesundheit, die Ehe, die Heilkunst, der Feldbau, der Krieg, das Reden und Schweigen, der Verkehr untereinander und mit den Göttern in den Bereich der Sittlichkeit. Sie verlangte, dass man Vorschriften beobachtete, ohne an sich als Individuum zu denken. Ursprünglich war also alles Sitte, und wer sich über sie erheben wollte, musste Gesetzgeber und Medizinmann und eine Art Halbgott werden. Das heißt, er musste Sitten machen, ein furchtbares, lebensgefährliches Ding. Wer ist der Sittlichste? Einmal der, welcher das Gesetz am häufigsten erfüllt, also gleich dem Brahmanen, das Bewusstsein desselben überallhin und in jeden kleinen Zeitteil trägt, so daß er fortwährend erfinderisch ist, in Gelegenheiten das Gesetz zu erfüllen. Sodann der, der es auch in den schwersten Fällen erfüllt. Der Sittlichste ist der, welcher am meisten der Sitte opfert. Welches aber sind die größten Opfer?
Nach der Beantwortung dieser Frage entfalten sich mehrere unterschiedliche Moralen. Aber der wichtigste Unterschied bleibt doch jener, welcher die Moral der häufigsten Erfüllung von der schwersten Erfüllung trennt. Man täusche sich über das Motiv jener Moral nicht, welche die schwerste Erfüllung der Sitte als Zeichen der Sittlichkeit fordert. Die Selbstüberwindung wird nicht ihrer nützlichen Folgen halber, die sie für das Individuum hat, gefordert, sondern damit die Sitte, das Herkommen, herrschend erscheine, trotz allem individuellen Gegengelüst und Vorteil. Der Einzelne soll sich opfern. So heischt es die Sittlichkeit der Sitte. Jene Moralisten dagegen, welche, wie die Nachfolger der sokratischen Fußtapfen, die Moral der Selbstbeherrschung und Enthaltsamkeit dem Individuum als seinen eigensten Vorteil, als seinen persönlichsten Schlüssel zum Glück ans Herz legen, machen die Ausnahme. Und wenn es uns anders erscheint, so ist es, weil wir unter ihrer Nachwirkung erzogen sind. Sie alle gehen eine neue Straße unter höchlichster Missbilligung aller Vertreter der Sittlichkeit der Sitte. Sie lösen sich aus der Gemeinde aus als Unsittliche und sind im tiefsten Verstande böse. Ebenso erschien einem tugendhaften Römer alten Schrotes jeder Christ, welcher am ersten nach seiner eigenen Seligkeit trachtete, als böse. Überall, wo es eine Gemeinde und folglich eine Sittlichkeit der Sitte gibt, herrscht auch der Gedanke, dass die Strafe für die Verletzung der Sitte vor allem auf die Gemeinde fällt, jene übernatürliche Strafe, deren Äußerung und Grenze so schwer zu begreifen ist und mit so abergläubischer Angst ergründet wird. Die Gemeinde kann den Einzelnen anhalten, dass er den nächsten Schaden, den seine Tat im Gefolge hatte, am Einzelnen oder an der Gemeinde wieder gut mache. Sie kann auch eine Art Rache am Einzelnen dafür nehmen, dass durch ihn, als angebliche Nachwirkung seiner Tat, sich die göttlichen Wolken und Zorneswetter über der Gemeinde gesammelt haben. Aber sie empfindet die Schuld des Einzelnen doch vor allem als ihre Schuld und trägt dessen Strafe als ihre Strafe. Die Sitten sind locker geworden, so klagt es in der Seele eines jeden, wenn solche Taten möglich sind. Jede individuelle Handlung, jede individuelle Denkweise erregt Schauder. Es ist gar nicht auszurechnen, was gerade die selteneren, ausgesuchteren, ursprünglicheren Geister im ganzen Verlauf der Geschichte dadurch gelitten haben müssen, dass sie immer als die Bösen und Gefährlichen empfunden wurden, ja, dass sie sich selber so empfanden. Unter der Herrschaft der Sittlichkeit der Sitte hat die Originalität jeder Art ein böses Gewissen bekommen. Bis diesen Augenblick ist der Himmel der Besten noch dadurch verdüsterter, als er sein müsste. Ende von Begriff der Sittlichkeit der Sitte aus Morgenröte von Friedrich Nietzsche.